neuen Erste Campus herzlich begrüßen. Wir befinden uns hier im 12. Stock unseres Bauteils D, das ist der höchste Bauteil. Wir haben insgesamt 6 Bauteile hier und befinden uns hier im Executive Meeting Bereich. Wir können diese Räume zu einem ganz großen Raum vergrößern und sollte mal wirklich extrem hohes Interesse am österreichischen Eishockey bestehen, haben wir auch noch im Erdgeschoss unsere Grand Hall, die 500 Leute beherbergen kann. Also wir werden für die nächsten Jahre für alle Eishockey-Pressekonferenzen gut gerüstet sein. Ich darf Sie hier herzlich begrüßen. Wir sind hier seit Dezember mit der ersten Welle an Mitarbeitern eingezogen und haben dann bis Ende Februar in 4 Übersiedlungswellen 4.600 Mitarbeiter aus ganz Wien von 20 verschiedenen Standorten hier auf einen Standort zusammengezogen. Und das ist die neue Konzernzentrale der Erste Group. Herzlich willkommen und ich darf das Wort an den Herrn Präsidenten weitergeben. Ja, danke vielmals. Guten Morgen. Für eine Pressekonferenz etwas ungewöhnlichen Zeit sind wir heute hier und ich danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Ich möchte aber gleich zu Beginn mich beim Gernot bedanken, bei der Ersten bedanken, dass wir überhaupt die Gelegenheit haben, hier eine Pressekonferenz abhalten zu dürfen. Der Gernot hat in seiner ersten Erklärung etwas vergessen, was mich beim ersten Gespräch mit ihm hier oben so fasziniert hat. Er hat nämlich damals gesagt, in welcher Zeit diese Übersiedlung dann stattgefunden hat. Und das war sensationell, wenn man diese großen Menschenmengen sieht, die da die Büros und die Räumlichkeiten dann bezogen haben und ihre Dienststelle gewechselt haben. Das war unglaublich, unglaublich. Und das spricht für diese hervorragende Organisation der erste Group, von der wir auch im Eishockey mit partizipieren und in den Genuss gekommen sind, dass die Erste eben seit vielen, vielen Jahren unser Hauptsponsor ist. Danke vielmals. Danke, Gernot. Ja, meine Damen und Herren, lieber Freund, meine Damen und Herren, wir sind in der letzten Phase der Vorbereitung vor der WM. Wir haben sehr viele Trainingslager gehabt und sehr viele Indoor-Outdoor-Begegnungen mit den Spielern und den Trainern gehabt und die haben sich sehr intensiv vorbereitet. Aber darüber wird der Daniel eher sprechen, über den sportlichen Teil, und möchte nicht so sehr auf diese Dinge eingehen. Eine Sache möchte ich vielleicht noch hier, bevor wir zur WM fahren, klarstellen. Es gibt da so unterschiedliche Meinungen, welche Möglichkeiten müssen oder welche Situationen müssen eintreten, damit Österreich aufsteigt oder nicht aufsteigt oder wie auch immer, welchen Platz müssen wir erzielen. Natürlich ist unser vordringliches Ziel, dass wir überhaupt ohne Diskussion den ersten Platz erreichen. Das wäre super und das wünsche ich unserer Mannschaft, das wünsche ich dem Trainerteam, weil damit ja jene Arbeit honoriert wird, die man eigentlich über die ganze Saison oder über das ganze Jahr mit der Mannschaft und mit den Spielern hat. Wenn das nicht der Fall sein sollte, hängt das natürlich ab von der Konstellation in der A-Gruppe. Sie wissen ja, dass mit Ungarn, Frankreich, Deutschland in einer Gruppe jene Mannschaften sind, die meiner Meinung nach oder der internationalen Meinung nach eigentlich für den Abstieg aus der A-Gruppe in Frage kommen. Wenn der schlechteste Fall eintritt, dass Frankreich und Deutschland die letzten zwei Positionen einnehmen, dann müssten wir unbedingt Erster werden, um aufsteigen zu können. Wenn das nicht der Fall ist und nur eine dieser zwei Mannschaften den letzten Platz hat, dann steigen die ersten zwei aus der jeweiligen B-Gruppe auf. Aber wie gesagt, wir wollen ja eigentlich den ersten Platz erreichen. Aber nachdem wir in den letzten Jahren ja schon bei der A-Gruppe nicht unbedingt vom Glück verfolgt waren, ich erinnere an die 5 Punkte, die wir mit einer hervorragenden Leistung in Prag erzielen konnten, wo wir alle geglaubt haben, die Mannschaft spielt so super, die spielt ein offensives Eishockey, es ist eine Freude zuzuschauen, wie unsere jungen Burschen da ihre Leistung aufs Eis bringen. Und dann klappt es doch nicht, weil sich 2 Nationen zusammentun und ein sehr guter Tormann plötzlich vergisst, dass er zu stehen hat und dort
das Fallende gehabt und ist da plötzlich aus dem Tor draußen gelegen. Und der Penalty war dann die Entscheidung, dass wir in letzter Konsequenz dann wieder absteigen mussten. Es hat sehr wehgetan, aber man darf sich nicht entmutigen lassen durch solche Dinge, sondern man muss vielleicht noch härter arbeiten. Und unser Blick ist in die Zukunft gerichtet und der Daniel hat da seine eigenen Vorstellungen natürlich in der Zusammensetzung der Mannschaft, in der Konzeption der Mannschaft. Darüber wird er dann natürlich ersuchen, dass Sie mit ihm darüber reden. Wir jedenfalls tun alles, um die administrative Seite abzudecken, um das Umfeld abzudecken, um das Umfeld optimal zu gestalten, dass sich die Spieler wirklich auf die Spiele konzentrieren können. Eines zum Abschluss noch. Meine persönliche Meinung ist halt, es ist oft schwerer, aus der B-Gruppe aufzusteigen, als in der A-Gruppe zu bleiben. Weil in der B-Gruppe ist es so, dass in 7 Tagen eben 5 Spiele absolviert werden und alle 5 Spiele auf einem hohen Niveau stattfinden, weil die Dichte, das Niveau dieser Mannschaften sehr eng zusammenliegt. Man darf nicht glauben, dass Südkorea ein lockerer Gegner ist, weil die haben schon einmal fast ein bisschen eine Pleite erlebt. Fast, habe ich gesagt, eine Pleite erlebt. Das 5:4 ist mir noch in bleibender Erinnerung. Ich habe gedacht, wenn beim Fernsehen der 3:0 steht, habe ich gedacht, ich bin beim falschen Kanal. Aber es war doch der richtige Kanal und letztlich konnten wir Gott sei Dank noch 5:4 gewinnen. Aber was will ich damit sagen? Sie haben selbst das Spiel gegen Italien gesehen, was sehr eng war, wo man gesehen hat, dass individuelle Fehler halt meistens dann schon zu einem Gegentor führen. Und da wird es notwendig sein, dass die Mannschaft sehr kompakt spielt. Aber ich bin immer überzeugt, dass der Daniel mit seinen Mithelfern ganz einfach die Mannschaft optimal einstellen wird. Danke vielmals und jetzt übergebe ich bitte das Wort an Daniel, ich bleib schon zu lange. Guten Morgen und thank you for coming to the press conference. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, sehr gespannt für den Start der Weltmeisterschaft in Polen. Es war ein langer Prozess für uns. Wir haben den Start mit unserem Training war in Salzburg im März. Und dann, ich glaube, das war 2-3 Wochen in Salzburg und dann in Wien. Und der Spieler hat so hart gearbeitet und viel On-Ice und Off-Ice. Und das war nicht so Spaß für die Spieler mit keinem Spiel. Aber diese letzte Woche, wir haben 3 Spiele. Und für mich als Trainer, das ist immer ein Prozess. Und speziell mit der Nationalmannschaft. Jeden Tag ist wichtig, jeden Tag ist wichtig, jeden Spiel, jeden Vorbereitungsspiel ist so wichtig, zu Progress machen und wir haben in die erste Spiel gegen Ungarn 0-4, nicht ein gut Start in dieses Spiel, erste Drittel war sehr, sehr schlecht, aber ein bisschen besser in die letzte Drittel und dann 1-3 gegen Ungarn, ein sehr besseres Spiel, wir haben Progress machen und dann gegen Italien war unser starkes Spiel zu vorbereiten. So wir gehen in die gute Richtung, we're in the right way, aber wir müssen Progress heute machen, wir haben unser letztes formal Ice Training. Und das ist wichtig heute und in die Tournament auch. Jeden Spiel, wir starten mit Korea und wir müssen jeden Tag Progress machen. Und das ist das Ziel. Mit dem Resultat, das ist nicht die Fokus. Ja, natürlich, wir möchten gewinnen. Das ist that's clear. Aber für uns als eine Mannschaft ist immer die Fokus auf den Prozess. Wir möchten spielen ein Hochtempo Eishockey. Wir möchten spielen mit 4 Linien. Wir haben 5 Spielen 7 Tage. Wir können nicht spielen mit 2 oder 3 Linien. So jeden Spieler ist sehr, sehr wichtig. Wir haben Depth. Ich weiß nicht dieses Wort in Deutsch. Depth. Wir haben Spieler. Wir haben 7 gut Verteidiger, 13 gut Stürmer. Also wir können mit allen die Spieler spielen und jeden Spieler muss Verteidigung gibt uns offensiv spielen, so das ist die Identität der Mannschaft. Haben Sie Fragen? Do you have questions, please? Ja, wir warten an den letzten Moment. Das ist immer eine Möglichkeit für Verletzung in die Training. So Freitag oder Samstag. Wir machen unsere letzte Entscheidung. Fahren die alle mit nach Polen?
Australien? Glaube ich, ja. Ja. So, Michael hat für eine Option, wenn so wie es aussieht, wird er nicht weiterkommen, wieder zur Verfügung stehen? Yeah, the last communication, Herr hat gesagt, that he would like to play with the team. So we wait for the results of his playoffs and then we find out. Yeah, but he played so hard for us last year in Prague and would of course help us. So. Wir haben gespielt gegen Südkorea in Polen und für mich das war eine gute Mannschaft. Wir haben diesen Sieg gewonnen, aber nicht verdient, diesen Sieg. Wir haben nicht gut gespielt. Sie war ein sehr gute Counter-Attack-Mannschaft und sehr Geduld und sie haben some players with lots of good experience who've played in Canada and the USA. So ich glaube, das ist ein harter Start, aber gut für uns. Wir müssen einen guten Test. Und Japan, wir haben gespielt gegen Japan letztes Jahr in Slowenien. Und sie spielen so schnell. Das ist eine sehr, sehr schnelle Mannschaft. So unser Defensive-Spiel muss absolut solid gegen Japan. Weißt du genau, wie viele Spieler, was jetzt eingebürgert sind, ändert sich den Stil dadurch, dass sie nordamerikanischen Import jetzt haben? Sorry, I don't understand the question. They built a team for the Olympics. Yeah, natürlich, yeah. Yeah, they haven't. Some imports from Canada. Yeah, yeah. Yeah. Did they change something? I haven't. I'm not sure of their exact lineup competition. Unser Fokus diese letzte Tag und Woche ist unser Spieler und unsere Mannschaft. Und natürlich, wir machen ein bisschen Pre-Scout von Südkorea, aber der Fokus ist jetzt unsere Vorbereitung, ja. Es ist im Vergleich zum Vorjahr ist ungefähr die Hälfte der Mannschaft wieder dabei. Compared to last year, it's about half the same team, about 9 or 10 players that played last year. Yep. Is it because of injuries, because of didn't play so good this year? Why we made changes? Yeah, we went on performance. Some players came up a lot. Some players are available that were not available last year. Schlacker, Ulmer. Guys like Haudum, Vukovic have really shown great stuff in the training camps. We have to go with who's playing good now, not based on history. Yeah. Ziel ist natürlich der Aufstieg. Inwiefern mit der Abstiegsregel mit Deutschland und Frankreich, ist das in der Vorbereitung auch für dich als Trainer? Spielt das eine Rolle? Oder kein Fokus in diese. Wir können nicht das kontrolliert. Wir können kontrolliert, wie wir spielen. Und wir können kontrolliert unser Eistraining heute. Und das ist der Fokus heute. Wie glücklich bist du mit dem System? Hat es die Mannschaft schon verinnerlicht, was du möchtest? Welches System? Are you happy with the system of the team? Do they have installed everything? Ja, das ist das gleiche System, das wir haben gespielt in Prag. Wir spielen vielleicht ein bisschen mehr, was ich sagen, Deutsche, a little more, nicht mehr defensiv, but unser Fokus ist nicht so viel Counterattack. Wir haben in Innsbruck zu viel Counterattack, speziell gegen Slowenien und gegen Frankreich. Und so von diesem Spiel, wir haben gelernt und wir machen einen kleinen Wechsel, aber das ist nicht ein großes anderes System. Nur tweaks, as we say in English. Und
ja, gegen Italien, das war, war solid, ein gutes Spiel und stark defensiv. Ich glaube, Italien hat 8 Torchancen gegen uns und das ist eine gute Statistik und ein stark offensives Spiel auch. So, ja, ich bin zufrieden mit der Vorbereitung. Die Fragestunde ist noch offen. In den vergangenen Jahren ist Österreich immer Zweiter geworden in der B-Gruppe hinter Slowenien. Ist Slowenien für dich auch diesmal Favorit und was muss passieren, dass wir diesmal vor Slowenien liegen? Ja, hart zu sagen. Wir können ins Spiel schauen, wann wir sind in Polen. Slowenien ist stark, ja, eine gute Mannschaft. Und sie haben spielt in KHL und Slowakia und auch in Österreich. Und sie spielen ein, they play hard. Und wir haben das in diesem Spiel in Innsbruck, sie haben harter gespielt als uns. So, das ist ein großes Ziel für uns und in unserer Vorbereitung. Wir haben viel Drill machen mit Kämpfen und mit. Wir müssen intelligent spielen und diszipliniert, aber wir müssen auch spielen mit einem guten Kampf gegen Slowenien, gegen alle die Mannschaft. Und glaube ich, wir haben das gemacht gegen Ungarn in das zweite Spiel und gegen Italien. Wir haben physical gespielt mit guten Hits und war stark vor unserem Tor. Und so, das ist ein positives Development, Entwicklung für unsere Mannschaft. Sorry. Compare your team to the other teams. Where do you see the advantages of both teams? Eine große Positive ist diese 4 Linien. Wir haben 4 Linien, das kann Tor machen. So in dem letzten Spiel gegen Italien, die Schickel mit Geier und Patrick. Und normal, das ist eine Linie für die Unterzahl und eine stark defensive Linie, aber sie haben 2 Tormarken auch. Und das ist wichtig. Wir haben diese Depth und wir wollen keine Role-Players. Alle die Spieler müssen einen kompletten Job machen. Diese Idee, dass wir haben Scores und Checkers und Hitters, nein, wir müssen alles, gibt alles, jeden Wechsel. Und für mich das ist ein stark, that's a strength in our team. Wenn Rappe kommen würde, würde sich dann auch die Charakteristik der Mannschaft ändern? Oder wäre von seiner Qualität her das benötigt, Upgrade für das Team? Ein Spieler, one player doesn't change the whole team, and he's a guy, a character guy who would come in and play like he did in Prague, play the way the team's playing and do everything for the team and block shots and play good defense and also give us some high-end offensive talent. So he's a character guy who wouldn't come in and try to change the way the team's playing. Wir haben diese Richtung mit jungen Spielern gemacht letztes Jahr. Und wir suchen nicht nur junge Spieler, aber das ist ein Thema in der Mannschaft. Und wir haben Hardung, Vukovic, junge Verteidiger. Aber das ist nicht die alleine die Qualität der Spieler. Ja, das ist ein Mix. Wir möchten entwickeln und wir möchten auch gewinnen. So, das ist ein Mix, ein Balance. Ja.
How big would be the setback if you don't make it back to the April? How big in what terms, like? The setbacks in your plans, because you want to go up to the top division again. How big would be the setback in your plan, in your starting plan, if you don't make the promotion back to the top group? Yeah. I don't know how big. I don't know how to answer that. It would be very disappointing. We would be very upset. We've worked hard to try to get the goal. We would feel bad, and then we would go back to work like we always do if there's a setback. Ja, das ist ein Thema für die Weltmeisterschaft. Wir haben 9 Tage hier mit einer Gruppe. Ich bin nur eine Piece of this, and my situation, I think, is that's something for after. It's not necessary to talk about it now. And wir wollen 100% Fokus. 10 Tage, 9 Tage. Für mich, das ist alleine the only important thing right now. Für die Zukunft sollte man bitte nicht vergessen, dass wir im September schon wieder die Olympia-Qualifikation spielen. Die Zeit zwischen dem Ende der Weltmeisterschaft und den Vorbereitungen für die olympische Qualifikationsturnier in Latvia ist ja relativ kurz. Und die Maßnahmen, die gesetzt werden am Trainingssektor, die gehen ja nahtlos ineinander über, sodass wir uns eigentlich mit Daniel eher und mit der Suchhundern eher auf diese Phase konzentrieren nach der Weltmeisterschaft, als wie auf weitere zukünftige Spekulationen. Nicht? Das ergibt sich dann alles aufgrund der Resultate, die man erzielt mit der Mannschaft. Aber der Daniel hat natürlich vollkommen recht, dass er, und das freut mich ja ganz besonders, das war ja mit dem Grund, warum wir uns entschieden haben, auch den Daniel an uns zu binden als Trainer, als Coach, als Mentor für unsere Nationalmannschaft, weil er natürlich von Haus aus gesagt hat, er setzt auch auf junge Spieler und er will die jungen Spieler mithelfen zu entwickeln, damit sie sportlich auf einem höheren Niveau spielen. Und das ist der richtige Weg, den wir da einschlagen. Und da muss man natürlich wissen, dass dieser Weg nicht immer von der ersten Sekunde an steil nach oben gehen kann, sondern er ist natürlich auch mit Holpersteinen verbunden, die man auch ganz einfach überwinden muss, nicht? Und man darf deswegen keine Vogelstrauß-Politik betreiben und den Kopf ins Sand stecken, sondern man muss realistisch sein, mit beiden Füßen am Boden stehen und ganz einfach versuchen, mit harter Arbeit diese Spieler weiter sportlich weiterzubilden. Egal wie die Zukunft des Trainers ausschaut, bei der Olympia-Qualifikation ist ja nach wie vor. Wir haben einen Vertrag mit dem Handel und da gibt es überhaupt keine Diskussion für von unserer Seite. Wir stehen auch vor einer Weltmeisterschaft und da ist wichtig, dass wir über das Team diskutieren und über die Spielweise des Teams von mir aus diskutieren, aber nicht über irgendwelche Spekulierereien, da beteiligen wir uns sicher nicht. Eine Frage nur zur Olympia-Qualifikation. Das ist zur Zeit in Toronto ein größeres Turnier und gibt es eine Europa-Auswahl mit einem ehemaligen Schweizer Teamchef. Gemanagt, ja, ja. Und der hat schon eine angekündigt, damit wir 3 Österreicher haben. Ja. Kann das der Verband verhindern, dass die deutsche Bundesstadt Olympia qualifiziert wird? Ja. Ja. Es ist 2 Wochen danach. 2 Wochen. Ja. Weil die Terminsetzung, es war die Diskussion, du hast recht, die Diskussion war zuerst, dass sich diese Termine fast ein bisschen überschnitten hätten. Und dass wir natürlich dann drauf kommen, dass das also nicht geht, dass die eine Mannschaft aus Europa an diesem Turnier teilnimmt und der Spieler aus der NHL bei diesem Turnier, bei diesen Qualifikationsturnieren mitspielen könnten. Nicht? Das hat man sehr wohl so gewählt, dass diese Spieler, die Nationen, die diese Spieler benötigen, diese Spieler auch tatsächlich zur Verfügung haben. Nicht? Das ist auch mit der Player Association abgestimmt, dass diese Spieler auch tatsächlich von ihren Vereinen freigestellt werden für dieses Qualifikationsturnier.
Das ist ein langwieriger Prozess, der international abgewickelt wird und wo wir nur so ein kleines Rädchen am ganzen Getriebe sind, nicht? Bevor überhaupt diese Zusagen kommen, dass die Spieler der NHL an solchen Turnieren teilnehmen dürfen. Das ist ganz genau geregelt, vertraglich fixiert mit der IHF. Da darf man nicht vergessen, dass damit ja auch die Versicherungsfragen für diese Spieler mit involviert sind. Das muss alles ganz genau abgestimmt sein, weil da geht es ja um Summen, von denen wir normalerweise nur träumen können, die aber dort einfach in den Verträgen halt festgelegt sind. Nicht? Und die haben die Meinung, dass wenn du einen Spieler 14 Tage oder 10 Tage brauchst und der hat einen 3-Jahres-Vertrag, dass du von der Versicherungsfrage her die 3 Jahre abdecken musst für die 14 Tage, die er bei dir ist. Nicht, nicht für die 14 Tage, sondern für die 3 Jahre, wenn etwas passiert. Das ist eine Einstellung, die man halt dort hat und die ganz einfach vollzogen wird. Und wenn man das nicht so macht, dann werden diese Spieler auch von der Player Association nicht freigestellt. Das ist ganz, ganz normal im Profigeschäft. Aber ich muss natürlich dazu sagen, dass der internationale Eishockey-Verband fast 1 Million Euro als Unterstützung für alle NHL-Spieler der NHL überweist und nur der restliche Betrag dann auf die Nationen aufgeteilt wird. Es kommt darauf an, wie viele Spieler man aus der NHL und mit welchen Verträgen man da konfrontiert wird. Nicht? Hauptleidtragende sind, soweit ich informiert bin, immer die Russen, die oft einige Spieler überhaupt nicht verpflichten können, weil die Versicherungssummen das normale Budget und die Möglichkeiten übersteigen. Aber das ist eine Sache, die natürlich nicht uns interessiert, aber die international immer wieder diskutiert wird, nicht? So, sind die Fragen beantwortet oder gibt es noch was Offenes? Dann willst du noch etwas? Willst du noch etwas sagen? Darf ich dir vielleicht noch eine persönliche Frage stellen? Du bist jetzt 20 Jahre, glaube ich, ziemlich genau 20 Jahre Präsident. Wenn es stimmt, ist das deine letzte Weltmeisterschaft? Richtig. Ist das so? Gehst du mit Wählen jetzt in die... Nein. Wenn man Entscheidungen selbst trifft, geht man nicht mit Wehmut, sondern... Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt mit Freude dann ganz einfach gesagt, sondern man hat anerkannt, ganz einfach jüngere Kräfte das Schiff weiterlenken müssen und weiterführen müssen. Ich gehe nicht mit Wehmut, sondern ganz einfach mit Stolz, dass ich so viele Jahre dem Eishockeysport zur Verfügung stehen konnte und dass man mir so viele Jahre das Vertrauen geschenkt hat. Technische Frage. Wie kann man Spieler tauschen bei der WM? Kann man da vom Spiel zu Spiel wechseln, je nachdem wie der Raffel kommt? Oder wenn der dann Platz frei halten. Also wechseln kann man nicht mehr. Der Spieler ist am Freitag oder Samstag? Man kann also bis 2 Stunden, also 22 Spieler sind maximal erlaubt. Ja. Von diesen 22 kannst du keinen mehr tauschen. Wenn die 22 angemeldet sind, ist der Kader voll und da gibt es dann halt nichts mehr. Deswegen müsste man jetzt im Fall Platz frei halten. Samstag 18 Uhr. Da kann man so, also 15 plus 2 Spieler muss man am Freitag nennen. Und bis 2 Stunden vom Spiel kann man halt immer noch Spieler anmelden. Aber im Fall von Raffel, wenn er jetzt am Samstag noch nicht da wäre, muss man halt den Platz offen lassen. War der Heinrich überhaupt mit, oder? Heinrich? Ja? Nein. Schulter ist nicht gut. Before the playoffs, and he just expressed that he would love to play but obviously he wanted to make the playoffs. It was at a time where we wasn't sure. Yeah. After the playoffs, he would not change his opinion. I don't know. You have to ask him. Yeah, mm-hmm. I'm not sure, but we're going on the last communication. But we'll see.
Dankeschön fürs Kommen. Danke ans Podium. Für Fernsehinterview.